Na bitte. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame La Wong. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart.
Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ich habe ge... Hallo, bitte schauen Sie sich in Ruhe um. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogs Revelio?
Revelio. Wir wollen, dass sie lebendig wieder herauskommen. Sie haben es faustdick hinter den Ohren, hm? Wie sie die ganzen Kobolde... Hallo. Oh, hallo. Verzeihung, ich bin etwas durcheinander. Ich musste einige spuckende und kneifende Pflanzen tadeln. Das kommt wohl davon, wenn man mehr als vier in einen Topf setzt. Ach ja, Beatrice Green der Name. Aber Sie dürfen mich Madame Green nennen. Willkommen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Stoßen Sie die Alraunen nicht an. Wenn es nicht ständig Bedarf an Gegengiften gäbe, müsste ich nicht so viele von den süßen Kleinen führen. Außer natürlich für Flüche und, nun ja, wenn sie versteinert wurden, sind sie natürlich auch richtig. Stoßen Sie bloß nicht die Alraunen an. Bei einer Entwurzelung fallen sie als nächstes tot um und ich bin nicht in Stimmung, das aufzuräumen. Hier ist jemand gestorben? Ja, ein Glück, dass es nur einer war. Nun denn, wie kann ich Ihnen helfen? Ich sehe mich einfach nur um. Na gut, sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Was verkaufen Sie hier? Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Ihre Sachen sind bei mir sicher, bis sie verkauft werden. Dann, meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. Revelio. Lumos. Auf geht's nach Hogsmeade. Revelio. Lumos. Sehen Sie sich ruhig um. Ich bin in einer Minute bei Ihnen. Revelio. Hier wohl gelebt hat.
Wer mich? Kompletter Schwachsinn. Du bist hier. Super. Hast du Angst, Diana? Komm, Gringo. Was war das? Die Tierwesen sind jetzt sicherer. Wie ein nettes kleines Örtchen. Das sollte ich untersuchen. Sie in Schwierigkeiten? Ich wurde fast von Wölfen angefallen und kam gerade so mit dem Leben davon. Ich muss mich besser vorbereiten. Dafür könnte ich etwas Donnergebräu gebrauchen. Könnte denn eine Schülerin wie Sie zufällig so etwas bei sich haben? Ich fürchte nicht. Ich würde helfen, wenn ich könnte, aber ich habe keins bei mir. Das ist wirklich bedauerlich. Ich hatte gehofft, Sie wären vorbereitet. Nicht einen wohltätigen Knochen. Homura.
Ehrlich gesagt möchte ich gar nicht so oft nach Hause. Gut, dass ich über die Pläne. Erledigt? Revelio. Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das Zeug von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähige Sucherin erwiesen. Üben wir uns in Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Präzise, bewusste Bewegungen. Sehr gut. Sie sollten den neuen Zauberspruch so oft wie möglich üben. Vielleicht noch bevor Sie gehen. Arrestomoment. Sehr gut. Weiter so. Alohomora. Schon sehr bald beherrschen Sie Arresto Momentum. Tisch.
sie jetzt vor. Ironischerweise ließ ich nicht vorhersehen, dass ich Wahrsagenunterricht ätzend finde. Unheimlich viel. Revelio! Was haben wir denn hier? Ich hoffe, die Aufgaben waren fordernd genug für Sie. Du hast maßgeblich zu Duncans Ruf beigetragen. Ich habe alle Aufgaben erledigt, Professor Onai. Sehr gut gemacht. Obwohl ich zugegebenermaßen so etwas wie eine Vorahnung hatte, dass Sie es schaffen würden. Da Sie zweifellos Ihre Wahrnehmung durch meine Aufgabe geschärft haben, frage ich mich, Sie wissen, dass die Gegenwart und die Vergangenheit Spuren des Kommenden offenbaren können. Was sehen Sie also in Ihrer eigenen Zukunft? Ich habe irgendwie das Gefühl, als drohe Gefahr. Ich verstehe. Solche Omen sind nicht zwangsläufig schlecht. Sie können uns vorbereiten. Und sie bereiten sich vor. In diesem Augenblick. Aber das Gerede über morgen sollte uns nicht von ihrem jetzigen Erfolg ablenken. Ich informiere unsere stellvertretende Schulleiterin über ihre vorbildlichen Leistungen. Und wenn diese Leistungen ein Omen für ihre Zukunft sind, dann bin ich mir sicher, dass wir noch Großes von ihnen erwarten dürfen. Lenken Sie Ihre Magie auf das Ziel. Sie haben den Dreh raus. Möchten Sie den neuen Zauberspruch an der Puppe üben? Sie haben den Dreh raus. Du gehörst mir, Demigeist. Aufhören, sich vorzubereiten und ihre neuen Fähigkeiten außerhalb des Klassenzimmers erproben.
Helium. Revelio. Thank you.
Revelio! Revelio. Revelio.
Thank you.
Neulich sollte ich in Geschichte der Zauberei laufen. Das sind Zaubertränke in der Ecke. Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlic. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun, sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Kinn hoch, locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie's. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Wunderbar gemacht. Wenn Sie noch etwas üben möchten, können Sie das gerne im Gewächshaus tun, aber... Achten Sie auf die Pflanzen. Lependo, ein Naturtalent.